Schön, es ist schön, wieder hier zu sein, auf jeden Fall. Ich meine, ja, schön, dass du da bist. Wie lange ist es jetzt her? 3 Monate. Nein, noch nicht mal. Eigentlich sind nur 10 Wochen, ne? Weil wir sind 2 Wochen früher, dadurch, dass ja Weihnachten ist. Aber du hast ja dein Dungeon-Abenteuer ganz gut überstanden, glaube ich, hoffe ich. Genau, ja doch, war witzig, war schön. Also ich habe den Eindruck, wir haben ganz gut Spaß gehabt. Ja, ich meine, wir haben ja echt gut Zeit totgeschlagen. Ja. Sind durchgerast. Und trotzdem Sturm. Gescheitert, ne, quasi, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, so ein bisschen, aber naja. Wie geht's dir? Ach, super gut. Also den Umständen entspricht, man ist halt wieder mehr zu Hause. Aber man macht das Beste draus. Dementsprechend habe ich mich so weit vorbereitet, wie es ging mit dem Zeug, was ich zu Hause hatte. Das heißt, wir reden jetzt ein bisschen über Genshin Impact und Dark Souls und... Richtig, Apex Legends, Genshin Impact. Ah, und so. Apex Legends spielst du, okay, gut. Genau, gut, und Genshin habe ich gestern auch gespielt, also von daher... Echt, wie hardcore spielst du Genshin? Nicht mehr so sehr. Also ich muss sagen, vor einem Jahr, als es rauskam, habe ich täglich mehrere Stunden gespielt. Mittlerweile bin ich bei 1-2 Mal pro Woche. Das ist ja quasi schon voller Entzug. Ja, aber wenn du so lange spielst, der Content kommt leider so ein Bröckeln. Und dann hast du so ein bisschen okay. Wenn der neue Content kommt, hast du den in 2 Tagen durch und hast wieder nichts zu tun. Verstehe, also du bist auch dann so zielstrebig im neuen Content, dass... du das so wegrockst. Ich binge das wie so eine Serie durch und dann... Ich verstehe. Hab dann 1,5 Monate Langeweile und spiele dafür jeden Tag, weiß ich nicht, wie viele Stunden Apex. Großartig. Genau. Also reden wir jetzt 1 Stunde über Apex Legends. Nicht ganz. Nicht ganz. Es geht in die Richtung. Okay. Action. Ja, Shonen-Manga habe ich mitgebracht. Was hast du denn am Start? Ja. Genau, als Shonen-Experte. Ich bin bekannt als Shonen-Redakteur bei uns, als einer der vielen. Ich habe was mitgebracht, was ich sage, ja, das könnte vielleicht ganz cool sein. Womit fangen wir denn an am besten? Fangen wir mal mit den schweren Geschützen auf. Nächste Woche kommt raus. Also wir haben seit einer Weile, unser Bestseller nennt sich Solo Leveling. Kennst Echt? Du vielleicht, hast du mal gehört? Nee. Ja. Was das? Erzähl mal. Was ist das? Das ist ein Roman und ein Webtoon. Ach, ich dachte, das ist so ein Korea. Selbstfindungskurs. Genau. Solo, ne? Also alleine. Man ist halt alleine und alleine. Findet sich selber immer beim alleine. Leveln. Genau. Genau. Es ist ein Hit aus Korea. Ganz ehrlich, müsst ihr eigentlich Roman was anderes verkaufen, Antu? Oder könnt ihr einfach von Solo Leveling leben? Eigentlich müsst ihr nur das verkaufen, oder? Also wenn es an mir ginge, ich mache nur noch Solo-Leveling. Aber ich glaube, da kommen zu wenig Bücher raus im Jahr. genau, warum rede ich von Solo-Leveling reden? Nächste Woche kommt der neue Band vom Roman raus. So sieht das gute Stück aus. Shiny, shiny. Und das Coole dran, der 4. Band kommt in einem Schuber. Oh. Genau, es ist Solo-Leveling. Es geht um Jinwoo Sung. Das ist ein Hunter. Es gibt sozusagen Leute mit übernatürlichen Fähigkeiten, die... in Dungeons gehen, um Monster zu jagen, was halt ein Hunter halt so macht, jagen. Und unser Protagonist ist leider der Schwächste aller Schwachen. Und ist kein echter Spoiler, aber er findet relativ am Anfang, durch Zufall kriegt er eine Fähigkeit, die ihn es ermöglicht zu leveln, was alle anderen nicht können. Mhm. Ist halt so eine Art Power-Fantasy, aber das spielt eigentlich in unserer Welt. Es ist kein Isekai, er geht eher in andere Welten, Dungeons und sowas und rettet die Welt. Genau, nächste Woche bereits der 4. Band vom Roman mit schönem Farbschnitt, Hardcover, coolen Schuber. Also richtig fancy. Ich gehe nochmal gleich direkt auf die Story ein, wenn ich vom Webtoon rede. Darf ich kurz fragen, ist der Schuber 1 bis 4 oder gehen nach der 4 dann auch noch welche rein? Er ist 1 bis 4, okay. Kommt mit dem 4. Band. Er kommt aber auch gefüllt, der Schuber. Ah, okay, also mit allen 4 Bänden dann drin. Kann genau, man mit allen 4. Der Farbschnitt wird auch bestehen bleiben. Mhm. Wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass wir den Farbschnitt da machen. Das heißt, die weiteren Nachdrucke werden dann keinen mehr haben wahrscheinlich. Es wird insgesamt 8 Bände und 5 bis 8 kriegen einen zweiten Schuber. Cool. Das wird einfach zu schwer auch, weil das Hardcover ist. Und so. Also die Dinger werden wiegen dann irgendwie. Ich stell mir vor, wie dann irgendwie so ein armer Fan auf der Buchmesse
so ein 8-Band-Schuber im Rucksack trägt und einfach 10 Meter, nachdem er von eurem Stand weg ist, fällt er rückwärts um. Also wir hatten schon, ich meine, unser schwerster Manga derzeit ist ja Full Metal Alchemist. Mhm. Das sind ja diese 3-in-1 Brocken, die haben ja auch in 3 Schubern rausgebracht. Es gibt echt Leute, die haben die Dinger auf der Messe gekauft und sagen, ich nehme einmal 1 bis 9 mit. und so ein, das Ding ist halt, weil der auf so einem dicken Papier ist, weil der halt durchgängig weg auch Farbseiten zwischendurch drin hat, wiegt der halt auch über ein Kilo pro Band. Masochisten halt, ne? Also. Ja, genau. Also das ist für, bei uns, wir sagen halt, das ist für den Lockdown gewesen, damit die Leute zu Hause trainieren können, Gewichtstraining, ist wichtig, um fit zu bleiben. Ja, aber die Dinger wiegen halt auch nicht wenig. Schuber kann ich leider nicht zeigen, der kommt erst nächste Woche raus. Ich habe keinen zu Hause. Ich würde den selber gerne haben. Ich habe deswegen nur gerade Band 1 da. Die sind alle so in diesem einfarbig mit Goldfolie und so. Genau. Komme ich aber jetzt zum Webtoon, das ist eigentlich coolere von beiden. Den bringen wir nicht auch raus. Das kennen, glaube ich, mehr Leute. Der ist, wir haben 4 Bände bezahlt, hiervon schon raus. Kommt der 5. Band endlich im Februar. Und das Coole davon ist, wir haben eine Collector's Edition, die es weltweit nur bei uns gibt. Also wirklich, die ist komplett original. Mit einer coolen Box, Merchandise, wo ich gleich mehr erzähle. Limitiert auf eine bestimmte Stückzahl, die ich gerade nicht weiß. Die aber, glaube ich, so unsere Collector's Edition ist immer so schnell weg. Also greift zu. Ich bin beruhigt genau, übrigens, dass es noch andere Menschen gibt, die nicht alle Daten parat haben. Ich denke immer, es bin nur ich, aber ja. Du beruhigst mich jetzt, ja. Ja, genau. So Leveling, nochmal zur Story. Genau, er kriegt halt krasse Fähigkeiten, also kann leveln. Ist so ein bisschen so wie ein Assassine, würde ich sagen. Der hat halt von der Story her, er geht diesen gefährlichen Job nach, kämpft gegen Monster, gegen die er eigentlich viel zu schwach ist. Muss es aber machen, weil seine Mutter krank ist. Das ist halt diese typische Tragic Hero Story. Und dann kann er halt leveln und sagt, hey, geil, ich kann jetzt Kohle verdienen, werde jetzt reich und kann meine Familie unterstützen. Und merkt dann halt einfach, in was für ein Gewirr er sich wiederfindet in diesem Zwischending von, okay, er wird halt immer stärker. Aber es haben auch natürlich auch mehr Leute auf ihn abgesehen. Einerseits wollen sie ihn scouten. Andererseits gibt es halt auch irgendwelche übernatürlichen Kräfte, die halt, ich meine, die Kräfte, die er besitzt, kommen ja auch nicht von irgendwo her, sondern da ist so ein gewisses dahinter, was dann aufgedeckt werden möchte. Es ist halt sehr szenisch gesetzt. Es ist optisch halt einfach bombastisch. Ich kann mal gucken, ob ich eine coole Seite finde. Ob man das, sieht man das überhaupt gut? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wenn du es gut an die Kamera dran hältst, glaube ich, ja, kann man das schon erkennen. Außer man schaut es vielleicht auf dem Handy-Display an, dann ist es ein bisschen klein, aber. Genau. Es ist komplett in Farbe, das sollte ich vielleicht sagen. Moment. Hier irgendwo. Ich hätte Lesezeichen einnehmen. Also, es ist komplett in Farbe. Es hat super schöne Panoramenbilder, die über so Spreadpages sind. Ich meine, das Cover sieht mir ja auch super cool. Sieht schon mega nach Graphic Novel fast aus, ne? Genau, es ist halt mega und es ist vom Paneling natürlich auch anders, es ist dynamisch, einfach weil Webtoon heißt es ja im Original, also weil es einfach für ein Online-Format gemacht wurde, fürs Handy. Und deswegen wurde es aber vom Autoren selbst, vom Zeichner selbst noch fürs Buch nochmal neu aufbereitet, das heißt, wir haben das Paneling nicht selber gemacht, das war der Autor. Und haben natürlich dann die Buchfassung so übernommen und bringen die halt ihr raus. Das ist unser Nummer 1 Hit momentan. Sind super froh, dass wir den haben und deswegen haben wir gesagt, hey, wir müssen das irgendwie ehren. Collectors Edition mit dem 5. Band, kommt in einer schicken Box, kriegt 2 Acrylaufsteller mit 2 Figuren, also 2 Charakteren drin, die, ich kann es eigentlich sagen, alle, die es nicht kennen, er besitzt eine gewisse Fähigkeit und kann Schatten rufen. So eine Art Marionettenpuppen, so ähnlich. Mehr will ich nicht spoilern. Und davon bringen wir 2 raus als Acrylaufsteller. Er benutzt selber Dolche. Davon bringen wir auch eine Replika als Anhänger raus. Und eine Wackelbildkarte von diesem netten Herrn hier. Das ist ein bisschen creepy.
Kannst du mich bitte vorwarnen, damit ich nicht tot umfalle? Es ist geil, Wackelbild. Es ist aber, aber das Geile ist, es ist ein großer, geil, sag mal, Bossfight aus dem ersten Band. Aha. Und alle feiern das Gesicht. Und so. Und dann haben sie gesagt, ja, hier, müssen wir nochmal. Finden alle geil eigentlich. Und habe ich noch was vergessen? Irgendwas war, glaube ich, noch. Oh Gott, irgendwas war noch. Siehst du, ich habe mich nicht ordentlich vorbereitet. Aber ich finde allein das, was du bis jetzt erzählt hast, rechtfertigt schon, dass das Ding quasi in 2 Minuten ausverkauft ist. Ja, definitiv. Also ich finde allein schon, mein persönliches Highlight sind die Acrylaufsteller, weil ich diese Schatten einfach super niedlich finde. Mhm. Diese zwei Kerlchen. Aber auch das andere, alles. Der Dolch ist einfach super schön geworden. Es ist halt wirklich der erste Dolch, den er benutzt. Haben wir einen super coolen Modellierer gefunden, der das für uns gemacht hat und alles. Ja, cooles Ding. Februar, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. Geil. Genau. Kann ich nur eins herzlichen. Wer die Serie nicht kennt, schaut mal rein. Wir haben eine Leseprobe auf der Webseite. Ansonsten, das Ding ist schon in der millionsten Auflage gefühlt. Wer aus der Community erkennt denn das schon? Wer hat das schon gelesen? Also ich meine, wer kennt es denn? Hand hoch im Chat, wer hat es schon gelesen? Ich kann das Cover zumindest zeigen. Also natürlich, es kommt ja erst im Februar, aber von Band 5, ich meine, ich habe den koreanischen Originalband da, während wir auf Band 1 bis 4 eher Jin-Woo Hassbando Nummer 1 hier drauf haben, der Serie, ist auf Band 5 zur Abwechslung die beste Waifu der Serie, meiner Meinung nach. Also mein Taste zumindest. Ist auch eine Hunterin, eine sehr starke, eine mächtige, die spielt auch eine etwas größere Rolle. Meiner Meinung nach Waifu Nummer 1 der Serie. Wer das genauso findet, Daumen hoch. Ja, ich sehe schon, also es ist auf jeden Fall sehr populär im Chat, ne? Also Tuja kennt es, Rain Sprite, Kizua, Mama Bear, Sabrina kennt es, Gideo, Xiamti, Stibu. Und ich kann aber auch, wie gesagt, den Roman ans Herz legen. Der ist schon mittlerweile weiter als die Printversion vom Webtoon bei uns. Und also wir sind da um einiges weiter. Da sind wir einfach vom Tempo in Roman fast mehr ab. Du hast viel mehr Details drin, viel mehr Hintergrundinformationen. Ist einfach spannendes Lesen. Ist das aus der Erfahrung raus, kaufen Leute wirklich beides? Oder ist es, ein Publikum nimmt eher den Roman, ein Publikum nimmt eher den Webtoon? Du hast so eine gewisse Schnittmenge, definitiv. Aber Webtoon einfach trägt sich durch die Optik noch krasser. Ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, dass Novels like Novels jetzt nicht so krass gelesen werden. Aber selbst den Roman haben wir schon nachgedruckt. Also das Interesse ist groß auf jeden Fall. Der läuft super bei uns, aber das Ding läuft halt mega. Gigantisch. Wann kommt der Anime bei euch raus? Ich wünschte, ich wüsste es. Es gab mal irgendwann Gerüchte, die irgendwo rumgefleucht sind, dass die Koreaner mit irgendwem verhandeln und keine Ahnung was. Und ich denke mir so, ich will News, ich will ein Anime. Ist mir egal, wäre schon cool, wenn irgendwie, weiß ich nicht, UFO TV oder sowas das macht. Wäre mein Wunsch, einfach so, ja. Demon Slayer-mäßig, denke ich mir so, oh ja, würde ich mich an. Ja, könnte man mitleben, ne? Ja, so. Ich würde schon was Geiles haben wollen, einfach. Es ist so dynamisch, so actionreich, die Bilder. Und ich will auch. Ganz erste Reihe. Lass uns nach Korea fahren und ein bisschen Druck aufbauen. Ja, gerne. Oder wir machen einen Schlachtplan und dann. Finde ich gut. Es ist wirklich Shame on me, ne, weil das ist ein Riesenteil. Ne? Also das ist ja ultra populär. Und ich habe bis jetzt immer noch nicht die Zeit gefunden, den ersten Band zu lesen. Es geht sogar relativ fix. Ja, aber weißt du, ich habe so ein Pile of Shame, ne? Und ich habe mir vorgenommen, strukturiert an diesen Pile of Shame ranzugehen. Und das Problem ist, dass ich auf diesem Pile of Shame 32 Bände Walking Dead liegen habe. Ich bin jetzt immerhin bei Band 28. Ich bin optimistisch. Du bist ja fast durch. Ja, ja, also ich bin zumindest. Ich bin fast durch und ich bin jetzt sehr optimistisch, dass ich danach dann endlich mal diese ganzen anderen Dinge, die da noch rumliegen, da liegen haufenweise Mangas drin, die ich das letzte Jahr gesammelt habe, wo ich immer gesagt habe, nein, ich möchte nicht kreuz und quer lesen, ich möchte jetzt Gottverdammt nochmal einmal durch. Fertig, ne, und dann kümmere ich mich mit einem Kram. Und deswegen hoffe ich, dass ich vielleicht so eine Leveling jetzt Weihnachten endlich schaffe, damit ich mitreden kann und nicht immer nur da sitze und sage, ja, das ist geil und die Bilder sehen geil aus, aber ich habe keine Ahnung, was es geht. Ne? Ja. Und wenn irgendwann ein Anime kommt, hoffentlich kommt. Ja. Wehe keiner der deutschen Publisher, wink, wink.
Schnappt sich das Ding? Also wäre blöd, wenn nicht. Ja, ich weiß, ich habe mehr Angst, dass das Ding halt bei Netflix landet, ne? Oder kann ich nachvollziehen. Bei Disney Plus, das sind so, weil das Ding so groß ist. Stimmt, Disney Plus hat jetzt auch angefangen, ne? Wobei die Frage ist, ob es vom Stil her halt zu Disney Plus passt, aber das Ding ist halt so groß und das ist also nichts, was Netflix und Disney entgeht, ne? Also die werden das mitkriegen, dass das Ding groß ist. Ich meine, als wir das eingekauft haben damals, geboten, wir wussten, dass es groß ist. Mhm. Aber ich meine, wir haben nicht geahnt, dass es so explodiert, selbst bei uns. Weil du hast ja immer gesagt, okay, viele Leute kennen es halt online und so. Und das Buch, dadurch, dass es Vollfarbe ist, ist jetzt nicht ganz günstig. Es kostet 16 Euro, das Stück bei uns. Mhm. Aber es ist ständig, also fast jede Woche auf Platz 1 bei uns in den Charts. Jede Woche. Obwohl seit längerem jetzt kein neuer Band rausgekommen ist, weil es erscheint halt, die Serie läuft halt noch in Korea. Und deswegen haben die Autoren einfach noch, während die das Layout des Buches machen, zeichnen sie halt wöchentlich vollfarbige Kapitel jede Woche. Krass. Und deswegen ist das so ein bisschen langsam, bis ein neuer Band rauskommt. Und wir warten halt immer ständig. Ja, würden ja mehr raus haben, wenn mehr da wäre. Und trotzdem ist es gefühlt 3 von 4 Wochen im Monat auf Platz 1, wo du sagst, okay, wir drucken das Ding dauernd nach. Hat nicht jeder Haushalt schon 5 zu Hause? Anscheinend nicht. Und dann denkst du, okay, ja. Was passiert, wenn irgendwann ein Anime nochmal kommt, den du sagst, das sind nochmal Leute, die Serie nicht kennen oder die Leute, die das kennen, sehen das endlich mal bewegt. Da braucht ihr so wie Onkel Dagoberts Geldspeicher dann einfach so einen Lagerraum, wo ihr die Dinger vorproduziert und einlagert, ne? Da liegen dann ja Sich einfach 260.000 Units von jedem Volume rum, die nur drauf warten, ausgeliefert zu werden. Wäre schön, aber ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Papierknappheit ist gerade so ein großes Thema. Ja, echt? Wir könnten den Speicher nicht mal füllen, wenn wir den hätten. Wir könnten natürlich anfangen, einfach ein bisschen die Wälder unserer Nachbarländer zu roden, ne? Gehen wir rüber heimlich mit einer Säge und. Ja, eben. Was, jeden was, Abend gehen wir rüber, fällen einen Baum. Das fällt nicht auf. Weißt ja nicht, wann der Anime kommt. Ne? Vielleicht haben wir genügend Zeit. Ne? Und ein Baum pro Tag, wie du sagst, das fällt nicht auf, wenn da einer fehlt. Also, dann machen wir unseren eigenen Papier-Schwarzmarkt auf. Baum? Ich weiß gar nicht. Steht bestimmt irgendwo auf Google, wie viele Bücher wir aus einem Baum rauskriegen. Und dann geht das. Hashtag Miri, mach das schon. Weißt du das? Du hast doch hier Buchwesen studiert, ne? Du kannst doch mit Sicherheit sagen, wie viele Bücher kriegt man aus einem Baum raus? Ansonsten fragt mal eure Alexa, die ihr daheim stehen habt. Das ist bestimmt eine Frage, auf die sie eine Antwort hat. Genau. Ah, geil. Genau, das ist unser Nummer 1-Hit. Wir sind ja so ein krasser Fantasy-Verlag, deswegen dachte ich mir, ich bringe noch einen zweiten Fantasy-Titel mit. Ja. Ist auch kein Isekai, aber ist Isekai-like, sag ich's mal. Ein großer Herzenstitel auch von mir. Shangri-La Frontier. Heißt der gute Titel? Der Typ sieht geil aus. Ist geil, ne? Warte, ich zieh mal die Banderole ab. Es ist ein halbnackter Typ mit einer Vogelmaske. Er sieht nicht wirklich so aus, es ist eine Vogelmaske. Ah, okay, es ist nur eine Maske. Ich dachte, es ist ein Mutantenvogel. Genau, er hat eine Schuhschnabelmaske, es ist ein Schuhschnabel. Die gute Serie heißt Shangri-La Frontier. Worum geht es denn in der Serie? Es geht um Rakuro, das ist ein Trash-Gamer. Er liebt es, Trash-Games zu spielen. Alles, was verbuggt ohne Ende ist, was super schlechte Story hat, ohne Ende, der steht auf diesen Kram. Und spielt die durch, nur um dann halt irgendwelche Bugs auszunutzen. Und was weiß ich, am Anfang direkt spielt er ein Spiel durch, da gibt es eine nervige Protagonistin, die ihn begleitet, nur damit er am Ende diese zusammenschlagen kann. Weil die ihm so auf den Sack geht. Da gibt es so einen Glitch halt, den er ausnutzen kann. Jedenfalls spielt er nur Trash-Games und dann wird ihm ein super Meisterwerk empfohlen. So das, weiß ich nicht, was bei uns damals World of Warcraft oder Final Fantasy war, spielt er dann Shangri-La Frontier. Und so, da er alle Mechanics ausnutzen, so dachte er sich, okay, er rennt nackt rum, hat er mehr Startgeld, weil er seine Kleidung verkauft. Aber wenn er nicht ganz nackt drauf sein will, nimmt er sich halt eine Maske mit. Diese Schuhschnabelmaske. Und geht dann auf dieses Abenteuer in Shangri-La, was ein super krass realistisches Spiel ist. Das heißt, es gibt Fallschaden, der wirklich berechnet wird. Okay, du fällst aus dieser Distanz mit dieser Geschwindigkeit, machst so viel Schaden, du hast Luck involved, die NPCs sind alle hochlebendig und reagieren, je nachdem, wie du darauf antwortest. Es ist halt so ein Dive-VR-Game, so SAO-like. Mhm. Oder ich glaube, es ist besser zu vergleichen mit so Lock Horizon oder sowas in die Richtung.
es wirkt halt alles so krass real, ist aber ein Spiel, er kann sich jederzeit ausloggen. Und er erforscht dieses Spiel halt einfach. Und seine Freunde aus den anderen Trash-Games kommen halt auch rüber oder spielen es bereits und entdecken diese Welt. Denn es scheint wohl, wie immer, noch ein gewisses Dahinter, ein gewisses Etwas zu geben. Denn man erfährt so ein bisschen, dass die Entwickler Die Sachen Menschheit eingebaut haben, die vernichten Entwickler. wollen. Nee, das nicht Nein, jetzt ach so, ja, schade. fast. Aber du erfährst dann so, okay, keiner hat wirklich, jeder kratzt nur an dieser Oberfläche dieses Spiels an. Es gibt so geheime Bosse, die es nur einmal, ein einziges Mal gibt, hat noch kein einziger besiegt. Und die Geheimnisse dieser Welt wurden noch zu 0% erforscht und so. Und du weißt, okay, er spielt halt dieses Spiel sehr so unorthodox, er spielt halt ganz anders als andere. Nicht so dieses Mainstream-mäßige, ja, ich level hier, ich kaufe mir das und das. Nee, er geht sehr berechnend dran, er nutzt alles, was er hat und findet super viele geheime Sachen raus und so. Und dann denkst du, okay, vielleicht ist er der Erste, diese Geheimnisse dieser Welt erforschen kann. Und das ist halt irgendwas sehr cool aufgebaut. Man findet viele Elemente aus gespielten Wiederspielen und MMOs einfach wieder, dieses Partysystem, NPCs und so weiter. Aber es wirkt alles so krass lebendig, actionreich. Ja, wer Games mag, definitiv großes Go. Es sieht optisch einfach mega aus. Ihr seht es ja schon. Band 1 kommt mit einem coolen Poster sogar. Nämlich da gab es einen Koop mit Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, wo er mit einem Schleim drauf ist in der Erstauflage. Genau. Sehr witzig, sehr cool. Ist dasselbe Verlag wahrscheinlich, ne? Deswegen ging da eine Genau, müsste Cross-Promo. derselbe Okay. gewesen sein. Genau, Cross-Promo. Und beim Schleim gab es dann so eine Mini-Novel, die dann der Autor von Shangri-La geschrieben hat. Der ist halt auch krasser Gamer und schreibt dann halt manchmal so, was er gerade macht. Also was ich, was hat er gezockt? Er spielt auch selber Apex Legends, war mir super sympathisch. Genau, und du hast halt auch super süße NPCs, also es kommen halt so süße Hasen vor. Oh. Sie nennen sich Killerkaninchen. Das nehme ich ihm nicht ab. Da muss er noch ein bisschen Blut sich ins Gesicht schmieren. Warte, ich zeig Hast dir du eine mal Szene, wo das Killerkaninchen auch den Killerkaninchen ist? Boss der Killerkaninchen. Ah, das Now We're Talking. Der sieht Ja. killermäßig aus. Es ist super cool. Weiß Geil. Ash, der Yakuza-Boss, der Killerkaninchen, so ein bisschen. Nee, ist aber sehr cool. Du findest halt so die ganzen blöden Mechaniken, die er halt irgendwie umgehen muss. Er läuft nämlich nicht gewollt halt nackt rum. Er ist verflucht. Nämlich, er findet nämlich zufällig so einen Boss, verreckt dagegen natürlich, wird respawned und verflucht. Nämlich, bis dieser Boss besiegt wird, kann er nämlich keine Rüstung mehr tragen. Das ist ein bisschen scheiße. Das Ja. hilft nicht unbedingt, ne, den Boss dann zu besiegen. Ja, also Oder zählt es er hat auch, wenn gerade jemand anders ihn erst. legt? Muss er ihn legen oder kann auch jemand Ich anders den Boss legen? glaube, kann egal. Ich glaube, es ist egal. Aber Okay. der Boss an sich ist super selten. Also er spawnt halt nur in bestimmten Bedingungen. Er hatte halt Glück und hat ihn getroffen und dachte mir so, hey, geil. Irgendein krasser Typ, der hat einen Namen über seinem Kopf. Muss geil sein. Kämpfen wir mal. Neu gekaufte Ausrüstung, kaputt im Kampf, kann nichts mehr tragen, rennt halbnackt durch die Stadt rum. Mega. Es ist witzig, actionreich, macht einfach Spaß. Ja, ich kann es jedem so ans Herz legen. Lest mal rein. Das erste Kapitel auch wieder komplett auf unserer Website als Leseprobe. Hat auch ein paar Farbseiten am Anfang. Also ist ganz schön anzugucken. Ja, mega Titel. Auch für Nicht-Gamer, also auch als normaler Fantasy-Titel super zu lesen. Aber als Gamer, glaube ich, hast du nochmal zehnfache Spaß, weil du einfach so viele Sachen Wie sieht wiedererkennst. es mit den Waifus aus? Waifus gibt es. Es gibt auch Gamer-Waifus, die super stark sind. Also einer der Charaktere, die schon angeteasert werden am Anfang, entpuppt sich als Hardcore-Gamerin von Shangri-La. Einer der top krassen Typen. Rennt aber so einer fetten Rüstung rum. Ist mega. Hast halt so ein kleines Mädchen, eine bam, fette Rüstung. Und so. Also, du hast genauso dieses Typische. Du hast auch, kennst du bestimmt von Games selber, wenn du Online-Games spielst, manchmal rennen so Mädels im Game rum und dann sind es aber Typen. Ja, Ne? Hast du auch da drin. ist Standard, ne? Also. Ja, genau. Du hast halt ihn in dieser Maske, da hast du so einen anderen Pro-Gamer, da rennst du als kleines Mädchen rum, hast ein Mädchen in der fetten Rüstung und es ist alles drin, alles.
Cool. Ja. Ongoing, oder? Ongoing. Ongoing, noch nicht ist abgeschlossen. Der Hot Shit in Japan gerade. Also der läuft mega. Print in Japan geht ja zurzeit zurück. Es geht ja viel, viel mehr digital. Und tatsächlich ist eine der Serien, die Printzahlen, also von den Magazinen zum Beispiel, wieder hochgetrieben hat. Dass die Leute wieder wöchentlich Magazine kaufen statt digital, einfach weil die das Ding haben wollten. Zu Hause. Sehr krass. Wir haben ja auch schon beim Nachdrucken und alles. Und super witzig. Es hat, ich glaube, vor 2 Tagen kam es raus. Es hat eine Cross-Promo mit Matrix. Oh, geil. Vor 2 Tagen, glaube ich, kam das neueste Magazin mit einem neuen Kapitel raus. Und der Autor durfte Keanu Reeves interviewen. Das Interview ist abgebildet. Und er hat dann Keanu Reeves mit Rakuro zusammen gezeichnet. Als Farbseite. Und ich denke mir so, wie geil ist das denn? Kann man sich das über den Fernseher hängen? Ich würde es mir über den Fernseher hängen. Ich will das Ding auch haben. Ich will auch eine fucking Shangri-La Keanu Reeves Udo. Ja, wie geil ist das denn? Ich habe auch schon gesagt, also, Matrix und Keanu Reeves ist jetzt nicht unbedingt, was wir uns leisten können. Aber ich dachte mir so, kann man Keanu Reeves einladen? Ich habe gehört, Keanu Reeves ist ein sehr cooler Dude. Also ich bin mir sicher, du kannst ihn einladen. Und das Geile ist ja, man weiß, wie der Charakter im Real Life aussieht, aber nicht, wie er unter der Maske ist im Game. Ich dachte mir so, stell dir vor, er zieht irgendwann diese Maske ab und sieht aus wie Keanu Reeves. Wie witzig das einfach wäre. Geil. Wie alt ist er denn? Würde das denn passen vom Alter? Hey, wird das gesagt? Also im realen Leben ist er noch ein Schüler, ein Highschooler. Aber ich meine, der Keanu ein bisschen raus, ne? Aber in-game halt. Ach, in-game, du meinst, der Avatar könnte Keanu Reeves. Ja, ist der Avatar, genau. Du weißt, die Sache ist, er zieht einmal im zweiten Band seine Maske ab, aber du siehst es nicht. Sein Kumpel sieht es, er zieht vor seinem Kumpel die Maske ab und du siehst ihn dann quasi nur von hinten wahrscheinlich, ne? Genau. Und dann denke ich so, ey, stell dir vor, das ist Keanu! Aber weißt du, es wäre wahrscheinlich gefährlich, weil wenn der Manga eh schon so geil ist, Keanu macht alles noch 10-mal geiler, nicht dass das einfach zu viel für das Universum ist und das Universum aufhört zu existieren. Dadurch, dass es Keanu ist. Verstehe ich. Aber weil es gibt echt nichts seit Jahren, was Keanu anfasst, was scheiße ist. Ne? Ich weiß. Also der hat ja so viele gute Serien und Filme gemacht. Und seine Auftritte. Ich sag nur breathtaking. Und für Cyberpunk kann er nichts, wohlgemerkt. Ne? Das stimmt. Da nehmen wir ihn in Schutz. Keanu ist noch das Beste an Cyberpunk. Das stimmt. nein. Das Risiko wird ich aber eingehen. Das willst du eingehen? Ja, ich wünsche es mir einfach. Ich schreibe ihm gleich mal eine WhatsApp und frage mal, was er nächsten Sonntag vorhat. Und dann. Ja, geil. Gehen wir mal mit ihm eine Runde. Ruf ihn doch mal einfach so auf ein Bierchen ein, so, weißt du? Ich hab's eine Idee, Keanu. Komm doch mal auf ein Bier rüber. Sollten wir definitiv verfolgen. Geil. Ja. Nee, Shangri-La, wie gesagt, kommt jetzt der zweite Band im Januar? Der zweite? Oh Gott, lass mich lügen. Warte, ich guck einfach nach. Das kriegt ganz schnell hin. Der zweite Band ist schon raus. Der dritte Band kommt im Januar. Mhm. Sorry. Der dritte kommt im Januar raus, der zweite ist bereits raus. Genau. Und auf den Seiten sind halt immer so Infos über die Charaktere, was sie mögen, was sie nicht mögen. Der ist sehr Energy Drink Junkie. Von daher kann ich so ein bisschen nachvollziehen, bin ich auch. Gestern erst wieder 10 Energy Drinks gekauft. Mal gucken, wie du nicht 10 Stück an einem Tag trinkst. Nee, das nicht. Aber ich glaube, er hat sowas. Irgend sowas. Täglich ein Energy Drink. Ist eine tägliche Routine. Na, einer geht ja noch. Also gesund ist was anderes, aber das würde ich noch als halbwegs akzeptabel. Das kann man noch machen. Akzeptieren. Ja, dafür würde ich noch nicht verurteilen. Ja. Nee, sehr geile Serie. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Einer meiner Favoriten momentan, also allgemein. Mhm. So, ich habe noch einen allerletzten Titel, dann ist, glaube ich, die Zeit schon rum, oder? Wie lange haben wir denn? Ja, das haben wir noch so 10 bis 15 Minuten, kann ich dir noch geben. Okay, ja, passt. Das reicht noch für einen. Das reicht. Das habe ich leider nicht mit. Das ist neu rausgekommen letzten Monat bei uns. Ist ein zweiter Webtoon, auch wieder kein Isekai. Alle denken immer so, Alter, was hat nur Isekais? Das ist so ein bisschen Reverse-Isekai-mäßig. Reverse-Isekai? Was ist ein Reverse-Isekai? Naja, ich meine, ja, so Reverse-Isekai an sich ist ja, wenn alles von einer anderen Welt zu uns kommt oder so. Stimmt.
Gate. Da haben wir auch diverse Titel. Ne? Eigentlich, wobei, nee, da gehen auch wieder. Egal. In Gate, da gehst du rüber. Ja, aber ja, in Gate aber kommen sie ja auch nach Tokio rüber, ne? Deswegen. Ja, so ein bisschen beides, ne? Ich meine, bei so Leveling, ja, du gehst in den Dungeon, aber die Monster können auch raus zu uns kommen. Und hier geht er in ein Spiel. Es ist kein echter Isekai in dem Sinne. Bei Returners, das hat so ein bisschen leicht so ein Flair von. Back to, ich weiß nicht, Back to Fish ist falsch, aber so ein bisschen ReZero auch drin. Da geht's, Returns Magic Should Be Special, geht es um eine Welt, in der Magie vorherrschend ist, also alles Magier, Kampfmagier, Feuermagier, Eismagier und so weiter. Und dort öffnen sich sogenannte Schattenwelten, auch eine Art Dungeons wieder, die, wenn sie nicht geklärt werden in einer bestimmten Zeit, den Weltuntergang hervorbringen, wie halt überall auch. Man muss ja die Welt irgendwo irgendwas retten. Ist ja langweilig, wenn man es nicht macht. Diese Schattenwelten sind leider so blöd, dass sie sich an irgendwelchen historischen Ereignissen tatsächlich orientieren. Das heißt, was ich salopp gesagt, weiß ich nicht, stell dir vor, wir haben jetzt eine Schattenwelt, die sich am Ersten Weltkrieg orientiert, beispielsweise. Ich stecke mir gerade irgendwas aus, um zu spoilern. Muss halt hingehen und dann dieses Event halt irgendwie verhindern oder irgendwas clearen. Also es gibt immer ein Missionsziel, was erzählt wird, um diese Welt halt zu versiegeln. Und dann gehst du halt zurück zu dir und so weiter. Das kann schnell dauern, das kann aber auch mehrere Jahrzehnte dauern, bis du dieses Ding geschafft hast. Also es geht, kann über einen lang anhaltenden Zeitraum sein. Und die Story fängt an, dass die letzte Schattenwelt gerade im Angriff genommen wird, das schon mehrere Jahre, ich glaube 10 Jahre sind die in dieser Schattenwelt schon vom letzten Verein der Endbossen, der Boromir heißt, Boromir Napolitan. Ich glaube, da macht jemand Herr der Ringe und Spaghetti oder so. Das dachte ich mir zumindest. Eine abgefahrene Inspiration hat er sich da zusammengestellt, ne? Genau, genau. Und das ist ein riesiger Drache. Er sieht gar nicht aus wie ein Boromir. Es ist ein riesiger, krasser Drache. Und den schaffen sie sogar zu besiegen. Nur leider haben sie ein was vergessen, der Drache explodiert am Ende und alle sterben. Das sind wirklich die ersten 3 Seiten oder sowas. Und was passiert? Der Protagonist reist 13 Jahre in die Vergangenheit. Weiß nicht wieso, hat aber noch seine Erinnerungen, aber seine Fähigkeiten sind wirklich wie 13. Also er hat nur dieses Wissen. Er ist nicht OP oder irgendwas. Er weiß nur, was halt die nächsten 13 Jahre passieren wird. Und baut sich dementsprechend jetzt seine Gruppe auf. Also er ist zurück an der Akademie, wo er die Magie gelernt hat, weiß jetzt, okay, ich muss mich so und so vorbereiten, das sind die krassen Dudes. Ich bin eigentlich ein krasser Loser, ich kann nicht so viel. Wie kann ich es schaffen, dass die Leute mir helfen und so weiter und so fort. Und das ist dann seine Mission, zu sagen, hey, ich bin so, du hast so ein gewisses Klassensystem. Es gibt Bürger und Adlige, die Adligen kriegen einen guten Unterricht, die Bürger einen schlechten. Also okay, wie kriege ich den guten Unterricht, damit ich stärker bin als damals? Wie kann ich die starken, coolen Leute in meine Party kriegen? Wie kann ich das Ende der Welt einfach verhindern, ohne dass die Leute, die mich begleitet haben, sterben, ohne dass ich irgendwas ist? Und auf diese Reise begibt er sich einfach. Und da haben wir jetzt den ersten Band rausgebracht, letzten Monat, der zweite kommt im, lass mich lügen, auch, nee, ich glaube, das ist Januar, auch Januar bereits, A Return of Mansion. Ja, Januar kommt der zweite Band. Würde ich gerne zeigen, liegt im Büro, wo ich jetzt. Ach, du bist so schlecht vorbereitet, Entschuldigung, das muss ich mal sagen, ja. Schande auf mein Haupt. Ist wie Solo Leveling, aber Vollfarbe, sehr actionreich, also es geht erst ab Band 2 richtig los, weil Band 1 hast du so ein bisschen Intro und er geht dann, muss erstmal diese Schule angenommen werden, also macht so ein Eintrittsexamen. Aber du merkst schon, er kann so ein bisschen so Magie analysieren und so ein Kram, kann er so. Also er hat so nicht dieses typische, ich bin so der Haut drauf Typ, sondern er ist so the brain. Und holt sich dann so Schwertkämpfer ran, so einen kleinen Jungen und das ist eigentlich ganz cool, weil es sehr strategisch auch ist, mit coolen Visuals. Genau, kommt mit 2 Character Cards, die super cool veredelt sind, pro Band raus und auch das Buch ist veredelt, hat so Glitzerfolie, was schön passt. Guckt es euch mal an, Returners Magic Should Be Special. Aber er reist nicht dauernd in der Zeit zurück, ist nur einmalig, nur so. Also wirklich, er kann das ja auch nicht kontrollieren oder so. Mhm. Genau. Guck mal, Rio Nair fragt, wird es zu Returner auch die Novel geben?
Wir haben es auf dem Schirm. Wir wissen, dass es die Novel gibt. Leider haben wir viele Novels, nein, leider, zum Glück haben wir viele Novels im Programm, die wir gerne machen. Es ist einfach die Manpower, die wir nicht haben. Das heißt, wir müssen mal gucken, wann wir mal einen Slot dafür frei haben. Weil eine Novel ist hochaufwendig. Es ist ja nicht nur dicker an Seiten, es ist ja auch unendlich viel mehr Text. Ich sag mal so, je weniger Text ich mit Bildern im Manga hat, desto schneller bin ich auch durch. Und an der Novel sitzen wir alle halt Ewigkeiten gefühlt. Das dauert halt einfach. Wir müssen mal gucken, ob wir Slots haben. Und wir haben es auf dem Schirm, aber wir haben alles Mögliche auf dem Schirm, aber wir bringen ja auch noch andere Novels raus. Also wir haben es aber nicht vergessen. Wir wissen, Interesse ist da. Vielleicht kann Und auch der. Keanu ja aushelfen, ne? Wenn er dann eh Ey, schon da ist, geil! dann setzt er sich mal einen Nachmittag hin und kümmert sich um die Novel. Keanu schafft das Oh, auch an einem geil. Nachmittag. Ich würde dann sogar plädieren, einen Sticker drauf. Einen Sticker, weil drauf drucken ist ja nicht so geil. Einen Sticker mit Keanus Gesicht auf das Buch, Edited edited by Keanu Reeves. Ey, geil. Keanu. Ach, ja, doch. Ja, Red mal auf mit ein Bierchen Mio drüber. Ich einladen, bin dann mir sicher, schlagen die es das mal geht. vor. Ja. Wir haben auch im Verlag, also diese Shangri-La Keanu Reeves Collab, wie entdeckt wurde, auch sofort im Verlag. Oh mein Gott, Keanu Reeves! Und wann laden wir ihn ein? Ja, wann? Ja, keine Ahnung. Wann? Also, wenn es nach mir ginge, sofort. Ich gebe ihm die private Hamburg-Tour. Von Kneipe zu Kneipe, ne? Ja. Wobei jetzt ist es wahrscheinlich ungünstig, da würde ich eher im Häuschen, im Büro oder bei mir zu Hause, lasse ich ihn ein. Er kommt nie wieder raus, ne? Keanu wird dann irgendwo angekettet, so, du bist jetzt mein Nee, Keanu. nein, nein, nein. Er muss ja weiter Filme machen und so. Sehr blöd, wenn er nicht weiterarbeiten kann. Stimmt, wir Das brauchen. Wo sind wir bei John Wick? Eigentlich sind wir bei 5, glaube ich, ist der nächste, oder? sind Oder wir sind wir schon bei fünf. 6? Ich glaube, wir sind bei fünf, oder? 5 ist der nächste. Ich bin tatsächlich ein bisschen überfragt gerade. Ja, ich Ein John same. Wick ist geiler als der andere und ich habe gerade völlig den. Egal, ich werde es daheim recherchieren. Ich glaube, jetzt habe ich Bock, John Wick zu Ja. gucken. Werde ich mal die Genau. Keanu Reeves-Sammlung im Regal auspacken. Ich sehe gerade, bei Manga-Adaption ist er ein bisschen vorsichtig. Keine Sorge, sowohl Solo-Leveling als auch Dingens. Return of Magic, welche super Adaption, optisch, storytechnisch, es wird nicht wirklich ausgelassen. Ich meine, klar, in einem Roman hast du ein paar mehr Details einfach, weil du mehr schreiben kannst, mehr beschreiben, die Gedankengänge, die du machen kannst. Aber es ist eine super Adaption, die liest sich super flüssig, super gut. Es macht Spaß einfach. Ja, ist eine Empfehlung meinerseits von vielen auch. Müssten wir auch schon nachdrucken. Ich meine, das Ding kam erst letzten Monat raus. Wir haben schon den Nachdruck in Auftrag gegeben, weil das Ding alle weggenommen wurde von uns. Gönnt euch einfach mal. Lest mal rein. Wie gesagt, erstes Kapitel bei uns auf der Webseite altravers.de. Gibt's bei Könnt ihr all, gibt's für reinlesen. alle Titel, ne? Bei euch auf der Webseite. Genau, wir machen immer das komplette erste Kapitel, weil ich meine, 10 Seiten, da kannst du kein Bild machen. Also selbst das erste Kapitel ist ja manchmal zu wenig. Ja. Wo du sagst, erfährst ja nichts. Da geht's ja, das ist ja meistens dann so ein Vorgeplänkel mit, oh, du hast jetzt einen Charakter kennengelernt. Aber da passiert ja einfach nichts. Und ja, also bei manchen Serien sagst du, okay, zum Glück ist bei manchen Serien ein Kapitel 60 Seiten lang, das ist okay, da hast du wenigstens ein bisschen was. Bei anderen, bei diesen typischen, weiß ich, Jump-Serien, so sind ja nur 20 Seiten, hast du ja einfach nichts. Was willst du denn da? Aber es ist halt besser als nichts, sag ich immer. Genau. Gönnt euch einfach mal. Ich muss nur kurz nebenher Essen bezahlen. Bitte Ich entschuldige zahle. meine kurzzeitige. Ja, weil wir haben Essen bestellt auf eigentlich 20 nach, aber jetzt ist er schon da und Philipp brauchte gerade den PIN von meiner Kreditkarte. Die würde ich da auch nehmen. Ja. Black Cat fragt, wie sieht es mit weiteren E-Mangas aus? E-Manga, wir vergrößern unser E-Manga-Portfolio monatlich eigentlich. Wir kündigen es in unseren Newslettern an, wir kündigen es auf Twitter, Social Media, überall eigentlich an, welche neuen E-Manga zusätzlich dazu kommen. Es wird mehr, wir haben es auf dem Schirm. Wir wissen auch, dass die Novels einen großen Bedarf haben, dass sie auch kommen. Es dauert leider
Der Patrice, der das bei uns macht, der geht, ist ein Vollgas, gibt da Vollgas, um das zu verwirklichen. Ist nicht ganz so einfach, einfach weil es so viele Plattformen gibt, die alle verschiedene Anforderungen haben, aber es wird mehr und mehr, keine Sorge. Cool. Ist auf dem Schirm. Da freuen wir uns, da freut die Community sich. Ja. Und wir sind leider schon fast am Ende, aber du kommst mir nicht davon, denn jeder muss mir dieses Wochenende eine Frage beantworten. Na klar, gerne. Und zwar brauche ich von dir für unsere Zuschauer und für mich, die in den kommenden besinnlichen Weihnachtstagen garantiert gelangweilt abhängen werden, deinen Unterhaltungstipp des Jahres. Es zählen Filme, Serien, Games, Mangas, Bücher, Kochkurse, was auch immer du getan hast in diesem Jahr, wo du sagst, okay, das ist das eine Ding, Leute, das müsst ihr auch machen, das müsst ihr auch lesen, das müsst ihr euch anschauen. Oh Gott. Das eine. Ich sag mal, das eine. Ich nehme mal was nicht von uns ist. Einfach weil ich so gerade die ganze Zeit eine Stunde oder weiß ich nicht, wie lange von unserem Zeug geredet habe. Das sind das eine Ding, was jeder gesehen haben muss. Gönnt euch alle Dune. Ja, hervorragend. Das war eine sensationelle Antwort. Ja, die bringt mich nicht weiter, weil ich habe ihn schon gesehen, aber ich weiß. Ich glaube, es gibt genügend Menschen, die ihn noch nie gesehen haben. Der war auch viel, also sowohl die Bücher, die alten, auch, aber der neue, einfach weil der war sehr geil, atmosphärisch und gönnt euch. Ja, schaut euch Dune an. Ja. Ganz viel. Gibt es den schon auf Disc? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, er ist er bei Sky, kannst du ihn, glaube ich, schon digital gucken oder bei iTunes irgendwo. Aber also es gibt kommt, schon glaube ich, gucken. Das kommt erst nächstes Jahr, glaube ich, März vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Okay, aber es gibt ein Digital, also die Leute kommen irgendwo ran. Ja, guckt es euch an auf jeden Fall. Guckt der Wüstenplanet, Dune. Der Wüstenplanet. Geiler Scheiß. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Es war ein Vergnügen. Ich werde jetzt noch mit viel mehr Nachdruck versuchen, Solo-Leveling zu nehmen. Mach das bitte. Also ein Trauerspiel. Mega Ding, ja. Sag liebe Grüße an alle, die da bei euch im Ultraversum noch so rumfliegen. Mach ich. Schöne Weihnachten, besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch. Das wünsche ich euch auch, bis wir uns hoffentlich demnächst irgendwann bald sehen. Ja, auch in real. Hoffentlich. Hoffentlich, ja, definitiv hoffentlich. So. Ich hab Bock. Ich kriege gerade die Nachricht, Essen wurde bezahlt. Ich bin jetzt gleich beruhigt. Sehr gut. Abmoderieren. Schöne Mittagspause. Danke, ja, da freue ich mich jetzt drauf. Liebe Community, es geht jetzt kurz in die Werbung. Danach kommt die Nora mit ihrem Travel-Blog an den Start. Danach gibt's Promised Neverland und danach gibt's Coscraft. Basti hat jetzt tatsächlich mal fast den ganzen Nachmittag Pause. Ich weiß nicht, was ich mit der Freizeit anfangen soll, außer Social Media und Newsletter schreiben. Ne? Aber ja, ihr seht mich dann heute Abend wieder quasi um 18 Uhr zu meinem Anime-Game-Massaker, weiß ich nicht, Improvisationstheater, freue mich drauf. Antu, vielen Dank. Ich danke dir. Einen schönen Tag wünsche ich dir noch und ich muss jetzt schnell gucken, in welchen Werbeblock ich schalte, das habe ich vergessen. Dann das allen noch viel Spaß. Genau, sag mal noch was Liebes zur Community. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Guckt alle schön Keanu Reeves Filme und so. Genau, John Wick schauen. Ich kommt der mal nach Deutschland. Ich wünsche es mir. Schreibt ihn alle eine WhatsApp, lad ihn auf ein Bier ein, ich weiß es nicht. Ja, und viel Spaß heute noch. Super, dann macht's gut. Tschüss. Tschüss.